So. Scheiß Qualität, ne? Aber daran dürft ihr euch jetzt erstmal gewöhnen zumindest. Ich habe nämlich noch kein Shotgun-Mic für die Kamera. Ja. Man sieht, ich war auch schon lange nicht mehr beim Friseur, ne? Scheiße, aber auch. Oh. Hat die Situation jetzt nicht besser gemacht. Ist irgendwie komisch, ne? Was machst du denn hier? Wer bist denn du? Kennt man dich? Weiß ich. Nee. Oh, also im Wesentlichen. So, erster Vlog. Ich weiß gar nicht, das ist bestimmt voll awkward und so ein Scheiß, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll. Normalerweise kennt ihr mich nur aus Games. Es ist stabile Leistung, würde ich mal sagen. Ich habe gar nicht mal so viel Bureau-Footage und ich habe gar nicht mal so viel die Woche über aufnehmen können, weil ich hatte ja Besuch, wie ich ja schon bereits angekündigt hatte. Ich weiß gar nicht. Scheiße, ist denn der Ton? Sollte ich mir vielleicht zuerst anhören, ne? Ivo! Das geht schon. Also, ich hatte ja Besuch da, das heißt, ich konnte nicht ganz so viel aufnehmen, wie ich wollte. Aber es ist ja auch nicht ganz so schlimm. Was habe ich denn im Endeffekt gemacht? Ja, am Montag habe ich eigentlich im Prinzip gar nichts gemacht. Da habe ich erstmal komplett vergessen, dass ich den Vlog machen wollte. Da habe ich die Kabellage gemacht. Davon habe ich sogar ein bisschen B-Roll-Footage. Das sollte jetzt hier irgendwie auftauchen. Vielleicht auch direkt vor mir instant. Was habe ich sonst noch gemacht? Dienstag hatte ich halt, wie gesagt, gearbeitet. Da kam der Besuch. Mittwoch gestreamt, unter anderem dann. Und gearbeitet, weil ich habe keinen Urlaub gehabt. Aber das so gemacht. Oh. Das zu dem, dass ich hohl bin. Ich habe nie behauptet, dass du hohl bist. Verdammt, das hätte ich auch so schön sein können. Sag mal! Donnerstag, Besuch und Arbeit? Freitag wollten wir eigentlich in den Vogelpark Waldrode, aber dann war es doch ein bisschen zu stressig. Was dann dazu geführt hat, dass wir Freitag eigentlich im Prinzip also weitergestreamt haben. Verdammt, du hast recht! Ich mag es nicht, wenn andere recht haben. Das geht ja mal gar nicht. Hörst du jetzt, Dinger? Jetzt hast du noch nicht gesehen. Ja. Hörte mich, ja mal. Guck mal, da haben wir Feuer, ne? Immer Feuer. Ja, passt bloß mit dem anderen Spiegel auf. Ich hab gesagt, du hast mit meiner Spiegel auf. Ach, weil ich rechts stand. Ich muss rechts stehen. Ja, hi. Ich bin auch oben. Zieh mal runter. Ja. Verdammt. Du bist so eine hohle Lust. Mein Verstand. Du bist sicher, dass deine natürliche Haarfarbe braun ist? Schnauze. Und du hast gesagt, du kannst das nicht ohne alle drei Charaktere schaffen. Na gut, du hättest dich auch fast selber gegrillt auf meinen Befehl. Ich hab weh getroffen. Gut, die Kiste ist weg. Ja, warum wohl? Darum. Ein Riesenüberraschungsei. Warum hast du nicht einen Stopp? Wie löst deine Probleme? Pragmatisch. Ich mach meine. Ranke. Kleine Ranke. Ranke hast du das Ding gerade ran. Also wir sind schon gut nah an der Lösung dran. Wir müssen jetzt nur die Feinkonstruktion machen. Hey, ja, was machst du denn da? Oh, warte, oben ist noch was. Oh, ne? Komm, mach nochmal. Das ist gerade so toll gemacht als Barbara. Über uns? Über uns, doch, über uns. Geh hoch. Was ist das? Ein Checkpoint. Nein. Und jetzt noch. Hammer. Konzentration. Penis. Ich gucke, es ist an mich gestrandet. Ja, sieht man definitiv die Vlogs, klar. Ihr Dings kommt dazu online. Samstag habe ich dann meinen Besuch wieder zurückgebracht und habe mich erstmal pennen gelegt, weil ich habe legit einfach die ganze Woche kaum gepennt. Also wir waren wirklich ewig lang auf.
Meistens wegen des Streams dann halt auch. Und ich war dann aber auch fertig dann am Schluss, ne? Es war super anstrengend, war aber super cool, also gar keine Frage. Ja, und am Sonntag, was habe ich am Sonntag gemacht? Am Sonntag bin ich aufgestanden. Und irgendwie war der Tag dann vorbei. Also ich kann euch nicht mal sagen, was ich am Sonntag gemacht habe. Also gestern, ne? Also heute ist Montag, ja? Heute sollte der Vlog eigentlich online kommen. Geil! Aber ich hab's verkackt. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, irgendwie war der Sonntag bei mir komplett für den Arsch und deswegen habe ich gesagt, lassen wir das Ganze, ne? Dann habe ich jetzt halt gerade Feierabend gemacht, habe gerade gearbeitet, ich sehe schon 3 Minuten, das wird natürlich alles ein bisschen länger werden, denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Vielleicht wieder so ein 10-Minuten-Vlog, 5-Minuten-Vlog, mehr als 3 auf jeden Fall. Offensichtlich, da sind wir nämlich jetzt schon angekommen. Achso, hier voll cool, ne? Der kann Focus pullen. Boah, sieht scheiße aus. Ja, gut, sehe ich so oder so, aber es ist eine andere Geschichte. Hier, guck mal. Krass, ne? Was die Kameras alles heutzutage so können. ich liebe meine Kamera. Eigentlich habe ich die auch immer so für Streaming-Setup da drüben aufgebaut. Aber dadurch, dass es meine Hauptkamera ist, da, was ihr jetzt gerade nicht seht, weil ist gerade nicht aufgeräumt, das muss ich auch noch machen. Das werde ich gleich dann wahrscheinlich noch einen Vlog für nächste Woche packen. Yay! Eigentlich wollte ich jetzt eine Side-Kamera, die mich filmt, wie ich den Vlog filme. Das wäre eigentlich voll stabil, ne? Oh Mann. Ich hoffe, euch gefällt dieser Scheiß, dieses random Ramble hier. Ich weiß echt nicht, wie ich mich verhalten soll. Also, ich habe keine Ahnung. Müsst ihr mir unbedingt sagen, ob euch das so gefällt. So in dem Style. Ich versuche diese Woche auch definitiv ein bisschen mehr B-Roll zu machen. Ich würde dann auch eher das Handy nehmen. Also die Qualität wird immer mal wieder sacken. Sie wird immer mal wieder gut sein. Die Mikrofone werden immer mal wieder wechseln, so von der Quali her. Und ein paar Voice-Overs will ich definitiv dann mit einem großen Mic auch noch machen. Das kommt halt mit dazu. Ich muss euch, glaube ich, mal irgendwann auch nochmal meinen Aufnahmeprozess zeigen. Ne? So, wie nimmt der Kerl überhaupt auf? Was ist so die Technik dahinter? Warum hört sich die Stimme so an, wie sie sich anhört? Auch wenn sie sich ein bisschen komisch anhört, wenn ich den Kompressor ausstelle, aber es ist tatsächlich so meine Real-Stimme. Also so nah wie möglich. Ich habe ein bisschen den Low-Frequency-Bereich erhöht. Also theoretisch könnte ich natürlich auch ein bisschen wärmer einfach sprechen. Das ging ja auch. Oh Mann, ich ramble einfach so viel Scheiß. Naja, never mind. Ja, wie gesagt, das ist so der Vlog gewesen für diese Woche. Ich denke, ich werde die ganze Scheiße so ein bisschen zusammenschnibbeln, werde das Ganze so ein bisschen dann hübsch machen und werde es euch dann präsentieren. Wenn alles gut geht, dann brauche ich den Scheiß nur noch heute Abend durchrennen, dann hat sich der Lachs. Und wie gesagt, heute dann noch der Anno-Stream. Und wenn das jetzt online kommt, dann heute kein Anno-Stream, weil dann ist heute Dienstag. Aber ich versuche das für den nächsten Vlog, dass ich den Montagmorgen bzw. Montag gegen Mittag, gegen frühen Nachmittag oder so, mal online kriege. Ich versuche die jetzt dann wirklich mal so montags online zu kriegen, damit ich das dann halt auch irgendwie so zeitlich gemanagt kriege, dass ich den Sonntag halt meistens zum Schnibbeln nehmen kann. Also das könnt ihr euch jetzt schon mal auf die Tube schneiden. Wahrscheinlich wird es in Zukunft keine wirklichen Takes mehr von mir auf dem Sonntag geben. Außer natürlich auf dem Sonntag passiert eine ganze Menge, dann wird es auch Takes auf dem Sonntag geben. Aber das wird, glaube ich, nicht zur Normalität werden. So. Und jetzt würde ich mal sagen, höre ich mal auf zu ramblen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. 6 Minuten haben wir jetzt übrigens, also der Vlog wird definitiv ein bisschen länger als 5 Minuten. Höre ich mal auf, so viel rumzuquatschen und würde euch eine schöne Woche wünschen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in einem der kommenden Vlogs hoffentlich wieder, vielleicht sogar in einem der kommenden Streams. Auf Twitch, Play on the Beat, überall Play on the Beat. Ich habe euch die Links in die Videobeschreibung und so weiter und vielleicht auch hier irgendwo on Screen, je nachdem. Ich sehe gerade, es ist alles ziemlich weiß hier hinter mir. Es ist. Bin halt Healer, ist halt hell hier, ne? Kennt man ja sonst auch. So, wie mache ich jetzt die Kamera aus? Wie geht das? Hier, ne? Das ist, glaube ich, der. Ist das der Knopf? Ja? Nö, das war der Knopf nicht. Fun Fact: Ich habe den Knopf gefunden. Ich habe mich im Knopf geirrt.